Hallo. Ja, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen zum letzten Video. Hat mich sehr gefreut, war überwiegend positiv, war wie viel mehr, als ich erwartet hatte. Bei den nicht ganz so positiven Rückmeldungen sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die scheinbar immer wieder bei solchen Themen auftauchen. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich mache mal, zumindest für die vielleicht Unentschlossenen, ein Video, das diese Argumente aufgreift und ein Stück weit zerlegt in die Einzelteile, die da immer wieder zusammengemischt werden, die zusammen vielleicht auch ganz gut klingen, aber wenn man es eben getrennt und sauber betrachtet, keinen wirklichen Hintergrund, keinen Fakt haben, um das zu bestätigen. Die vier Punkte, die mir am ehesten aufgefallen sind, ist das Argument, wozu wurde es gemacht oder was war der initiale Nutzen? Stellt es eine Gefahr dar? Und dann wird eben mit Framing gearbeitet, also mit Begriffen, die das Ganze möglichst schlecht klingen lassen, oder es wird ein Drumherum generiert, was das Ganze in einem schlechten Licht darstellt. Und das vierte ist dann so nach dem Motto, wir sind die Mehrheit, wir sind die Guten, und wenn wir beschließen, dass das, was ihr macht, nicht in Ordnung ist, dann habt ihr das gefälligst so zu akzeptieren. Je nachdem, wie geschickt diese Sachen kombiniert und formuliert werden, klingt das dann auch erstmal so, als wäre da ein valider Punkt getroffen, aber wenn man die Sachen eben mal sauber voneinander trennt und einzeln betrachtet, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass das mehr Ideologie oder Meinung ist, als dass das wirklich anwendbar ist, gerade wenn man es auch vergleicht mit anderen Sachen. Und das Argument, ja, man kann das ja nicht vergleichen, weil, und dann kommt wieder einer dieser vier Punkte, das passt halt nicht wirklich. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist der Zweck oder wozu wurde etwas ursprünglich mal entwickelt? Ich habe jetzt hier mal einfach beispielhaft ein paar Ausschnitte aus den Kommentaren in diesem Video verteilt. Das geht jetzt nicht darum, dass ich da irgendjemanden angehen möchte und sagen, der hat Quatsch erzählt. Und es ist einfach als Beispiel, dass so Argumente halt auch wirklich kommen. Zum Thema, wozu wurde es gemacht, habe ich hier mal ein kleines anschauliches Beispiel für euch vorbereitet. Und zwar haben wir hier auf der einen Seite ein Küchenmesser, was dafür gedacht ist, Obst, Gemüse, vielleicht auch Fleisch zu schneiden, aber eben totes Fleisch zum Essen und nicht Leute zu verletzen. Also dafür wurde es nicht gemacht. Dann haben wir ein Cuttermesser und eine kleine Skalpellklinge, also auch initial nicht dafür gedacht, Menschen zu töten oder zu verletzen. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite, was die einen Leute vielleicht mit Recht einfach sagen, das ist ein Outdoor- oder Survival-Messer, was ich zum Schnitzen benutze. Und die andere Seite wird dann wieder sagen, ja, das ist aber ein Kampfmesser und das ist dafür gedacht, Leute zu verletzen. Nehmen wir es einfach mal so hin. Sagen wir mal, das rechte Messer wäre dafür gedacht worden oder das hätte sich irgendeiner gesagt, wir bauen das so, um möglichst gut Leute zu verletzen. Dann ist jetzt mal eine Quizfrage, eine makabere für euch. Von welchem Messer würdet ihr denn am liebsten erstochen werden? Ja, ist eine blöde Frage. Natürlich will überhaupt keiner erstochen werden und ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, dann ist es auch ziemlich egal, wovon damit, weil all die Messer sind gefährlich. Wenn jemand weiß, wie er mit einem Messer umgehen kann, ist das Messer sehr gefährlich, gerade auch auf kurze Distanzen mindestens so gefährlich, wenn nicht gefährlicher wie eine Schusswaffe. Und wir haben ja leider in letzter Zeit auch gesehen, dass sehr schlimme Dinge damit passieren können. Und das zeigt eigentlich, dass dieser Gedanke oder dieses Argument, wozu wurde es gemacht, der ist in dem Moment für ein potenzielles Opfer oder für jemand, der sich wirklich Sorgen um die Sicherheit macht, ist es total egal. Weil ob ich jetzt von einem Küchenmesser, einem Teppichmesser oder einem Kampfmesser erstochen werde, das ist mir total wurscht. Ich möchte nicht verletzt werden. Und das Problem in dem Fall ist halt auch nicht das Messer, sondern es ist der Täter. Weil es ist ja nicht so, dass das Küchenmesser automatisch weich wird und niemanden verletzt, nur weil es nicht dafür gedacht wurde, jemanden zu verletzen. Kleiner Fun Fact sozusagen am Rande, was auch recht interessant ist, und zwar das GPS, was wir alle sehr viel nutzen heutzutage und gerne nutzen, sowohl in Autos als auch auf Mobilgeräten. Das wurde ursprünglich dazu entwickelt, ballistische Raketen in Ziele zu bringen. Und ja, müssen wir uns jetzt schlecht fühlen, weil wir es heute benutzen? Nein, meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil der zivile Nutzen hat nichts mehr damit zu tun, wofür es ursprünglich mal gemacht wurde. Könnt jetzt noch einen Haufen mehr Beispiele anführen, aber ich denke, es ist eigentlich gut, was hier der große Unterschied ist. Und zwar der eine Punkt ist, wozu wurde es gedacht, wozu wurde es initial erfunden und wozu wird es genutzt und richtet jemand damit Schaden an? Und ich denke, wenn man ehrlich ist und nicht versucht, krampfhaft irgendein Argument zu finden, dann ist der Punkt 2 das Wichtige. Es ist nämlich egal, wofür etwas gemacht wurde. Es ist wichtig, wofür es genutzt wird. Und wir werden jetzt auch im nächsten Punkt sehen, dass Sachen, die nicht für böse Dinge gemacht wurden, trotzdem verwendet werden können, um ganz viel Leid anzurichten.
Der nächste Punkt ist nämlich, geht eine Gefahr von dem Gegenstand oder einer Sache aus? Und da würde ich eh erstmal sagen, grundsätzlich von Dingen gehen überhaupt keine Gefahren aus, solange der Mensch nicht im Spiel ist. Also selbst eine geladene, gespannte Schusswaffe kann man irgendwo hinlegen und dann tut die nichts. Also die wird, solange keiner sie anfasst, wird dann nie irgendwas passieren. Selbst wenn sie runterfällt, ist das in allermeisten Fällen, wenn die Waffe technisch in Ordnung ist, nicht so wie in Filmen, dass sie dann losgeht, sondern fällt sie runter und bleibt halt auf dem Boden liegen. Und genauso ist das mit vielen anderen Sachen, die potenziell gefährlich sind. Ich habe hier einfach mal ein paar Beispiele aufgezeigt. Braucht man gar nicht auf alles eingehen. Das, man sieht eigentlich direkt LKW-Beispiel. Ein LKW ist dafür gedacht, Waren zu transportieren oder auch ein PKW, Geländewagen, was auch immer. Der kann aber genauso gut leider auch dafür genutzt werden, über einen Weihnachtsmarkt zu fahren oder über eine Strandpromenade und möglichst viele Leute dabei zu verletzen oder umzubringen. Und das ist auch wieder das Problem. Es ist nicht das Fahrzeug, was in dem Fall Böses tut, sondern es ist derjenige, der das Fahrzeug bedient. Und so Sachen kann man einfach auch nicht verhindern, weil selbst wenn wir jetzt Fahrzeuge verbieten würden oder würden überall so viele Betonpoller hinstellen, dass Fahrzeuge nicht mehr in Fußgängerzonen oder auf Strandpromenaden draufkommen, dann lässt sich derjenige, der Böses tun will, das nächste Mal was anderes einfallen. Und der nächste Punkt, der auch gemacht werden muss, ist, nur weil etwas gefährlich ist, ist es nicht potenziell schlecht oder böse. Und der nächste Punkt, der immer mal wieder auftaucht, ist so, dass so Begriffe eingeworfen werden, die möglichst böse klingen, die möglichst gefährlich klingen, um Leute eben, die, sag ich mal, nicht in der Thematik drin sind oder die sich nicht so viele Gedanken machen, direkt auf eine Spur zu bringen. Und wenn dann jemand Tötungswerkzeuge hört oder es wurde dazu gemacht zu töten oder dann auch gerne toxische Männlichkeit, das ist ja auch so ein schöner Begriff, der in letzter Zeit immer rausgezogen wird, wenn es darum geht, irgendwas schlecht zu machen. Gerade auch dieses Thema, wenn jemand sagt, noch nie oder immer. Nie ist immer falsch. Und das sind halt dann so Aussagen, die klingen erstmal sehr gut, wahrscheinlich in den Ohren von den Leuten, die sie sagen und vielleicht auch von Leuten, die sich nicht wirklich Gedanken machen, aber die haben halt eben keinen validen Punkt. Wieso kommen so Aussagen? Ich denke, das ist dann so ein bisschen dem vierten Punkt geschuldet. Ich glaube, die Leute, warum auch immer, fühlen sich wirklich ein Stück weit moralisch überlegen oder in der Mehrheit und sagen sich, wir sind die Guten, das andere sind die Bösen, wir müssen da was gegen tun. Und dass es in dem Fall im Prinzip eigentlich einfach so eine Art Unterdrückung von Minderheiten ist, mit Scheinargumenten, das wird dann eben dahin genommen, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise hinterfragt wird. Und das ist halt so ein Thema, was nicht ganz schön ist. Und vor allem teilweise werden halt wirklich auch Fakten dargestellt, hier mit dem Zusatz noch, das ist eine überprüfbare Tatsache, die einfach nicht stimmen. Also es gibt genug Länder, die ein lockereres, in Anführungszeichen, Waffenrecht als Deutschland haben. Also die haben einfach keine, sag ich mal, überflüssigen Regelungen, die haben keine Sachen, die das Ganze so streng sehen. Natürlich haben die auch Regeln, die sinnvoll sind, die ich auch in Deutschland sehr wichtig und sinnvoll finde, dass keine Verbrecher, vorbestraften, wie auch immer gewalttätigen Leute Waffen bekommen, das ist ja alles auch gut und richtig. Aber das eben anzuführen, zu sagen, wir müssen das in Deutschland noch schärfer machen, weil es ja quasi einen linearen Zusammenhang gibt, also je schärfer das Waffenrecht, desto sicherer, das stimmt einfach nicht. Das ist einfach, man muss sich nur die skandinavischen Länder angucken oder die Schweiz, Österreich. Tschechien ist ein ganz gutes Beispiel, wo man sieht, dass ein deutlich lockereres Waffenrecht als Deutschland nicht dazu führt, dass mit legalen Waffen auf einmal mehr Probleme auftauchen, sondern dass, wenn verantwortungsvolle Bürger und rechtstreue Bürger Waffen haben, dass das in der Regel überhaupt kein Problem ist. Und das ist halt dann auch was, wo ich sage, da geht die Argumentation auch irgendwie schwierig voran, weil wenn jemand valide Punkte hat, wo er anbringt oder mir sagen kann, warum das so sein sollte und hat da Fakten, Quellen oder was auch immer zu, dann höre ich da ja gerne zu, diskutiere da gerne drauf und ändere auch meine Meinung, wenn jemand was dazu beitragen kann, um sachlich jemanden zu überzeugen. Wenn aber die ganze Argumentation nur aus Scheinargumenten oder teilweise sogar halt falschen Fakten führen, die einfach nur mit Sicherheit vorgetragen werden, dann wird es schwierig, Leute zu überzeugen, die sich eben mit der Materie beschäftigt haben. Und ich versuche halt jetzt ein bisschen aufzuklären, dass die Leute, die nicht so viel sich damit beschäftigt haben, sich Statistiken angeguckt haben oder ähnliches, dass die eben auch eine Chance haben, mal zu sehen,
dass man nicht immer alles glauben darf, nur weil jemand das so selbstsicher und im ersten Moment vielleicht auch logisch präsentiert, wenn aber eigentlich nichts dahinter ist, außer eine Ideologie, nämlich dass er gerne anderen Leuten vorschreibt, wie sie zu leben haben oder was er ihnen gerne verbieten möchte. In diesem Zusammenhang wird auch immer gerne dieses Braucht-niemand-Argument gebracht. Und das ist halt was, was ich auch immer sehr interessant finde. Ich habe jetzt einfach hier so ein paar Beispiele rausgesucht. Ja, braucht niemand, natürlich. Aber wenn wir uns wirklich auf das braucht niemand einlassen, dann ist erstmal die Frage, wer entscheidet, was jemand braucht und was nicht. Und das Zweite ist, was braucht man denn zum Überleben wirklich? Außer Wasser, ein bisschen was zu essen und eine Möglichkeit, einigermaßen geschützt zu schlafen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht Sinn und Ziel des Ganzen sein kann, dass wir unser Leben darauf zurückreduzieren. Und der letzte Teil dieses Argumentes, wir sind ja die Mehrheit, den lasse ich auch nicht gelten, weil je nachdem, wie man Gruppen aufteilt, also wenn wir jetzt einfach nach Hobbys gehen, dann kann man vielleicht, außer bei Fußball möglicherweise, wobei Fußball gucken ist, glaube ich, kein Hobby oder kein Sport, den man so anerkennen kann, und Fußball spielen, weiß ich schon gar nicht, ob das dann immer noch eine Mehrheit wäre in Deutschland. Auf jeden Fall wären es natürlich mehr als vielleicht Golfspieler oder Sportschützen oder Motocrossfahrer. Aber man sieht daran, man kann, wenn man die Gruppe einfach nur geschickt wählt, kann man immer eine Mehrheit generieren, die übrig bleibt und sagt, das ist die Minderheit, das sind die Bösen. Und das ist ein Spiel, sollten wir überhaupt nicht spielen. Das ist ganz, ganz schwierig. Und so als Ergebnis zum Schluss einfach nochmal von meiner Seite die zwei Punkte. Wir können nicht alle Gefahren verhindern. Und der zweite Punkt ist eben bei Gewalttaten, wo irgendwelche von diesen Gegenständen verwendet werden, ist dass der Täter das Problem und nicht das Tatmittel. Und das sieht man, egal ob man jetzt im privaten Bereich, also Beziehungstaten oder Konflikte zwischen wenigen Leuten guckt oder ob man die Terroranschläge anguckt der letzten Jahre. Man sieht, die Tatmittel sind austauschbar und das Problem sind die Täter. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Diskussion weg von den Tatmitteln dahin zu verlagern, warum tun Leute so etwas und welche Präventionsmöglichkeiten haben wir da. Zum Schluss, falls es interessiert, warum mache ich das Ganze? Zum einen, ich möchte einfach ein bisschen Aufklärung betreiben, weil, wie schon erwähnt, die Berichterstattung nicht immer wirklich ausgewogen ist in Deutschland. Zum anderen, mir persönlich sind zwei Punkte wichtig. Das eine ist, dass wir nicht Leute, Gruppen, wie auch immer, einschränken, ohne dass es dafür Fakten oder einen wirklich sinnvollen Grund gibt, der zu wirklich mehr Sicherheit führt, und das ist meiner Meinung nach hier nicht gegeben, gerade bei den Vorschlägen, die aktuell im Umlauf sind. Und das Zweite, was noch viel wichtiger ist, gerade auch für die Leute, die nichts mit Legalwaffenbesitz zu tun haben, wenn wir etwas tun, was nur vermeintlich was bringt, dann machen wir die Situation nicht besser und vor allem verlieren wir dadurch Sachen aus dem Augen, die die wirklichen Gründe oder die wirklichen Hintergründe sind. Und damit machen wir die Situation sogar schlimmer. Und das ist, glaube ich, mit einer der schlechtesten Sachen, die uns passieren können, dass wir uns quasi mit so Scheingesetzen, die das Gefühl vermitteln, ja, es wird ja alles prima und wir werden noch sicherer, vor den Problemen drücken, die wir eigentlich wirklich haben. Und das wird früher oder später einem dann ziemlich schlimm einholen. Und das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass wir weiterhin in einem sicheren, angenehmen Land leben. So, und jetzt würde mich natürlich auch interessieren, was sind eure Gründe für die eine oder die andere Seite? Nicht diese Gründe, die wir eben schon besprochen haben, die eigentlich keine wirklichen Gründe sind, sondern mich würde wirklich mal interessieren, was ist die persönliche Meinung, gerade auch von Nicht-Waffenbesitzern oder auch von Waffengegnern? Was ist dein persönlicher Grund, dich für das eine oder das andere einzusetzen, oder was hältst du von der ganzen Geschichte? Insofern schreibt mir gerne mal einen Kommentar, bleibt bitte sachlich. Und ja, ihr könnt auch gerne mit mir diskutieren, ihr könnt anderer Meinung sein, aber wenn ihr möchtet, dass ich das ernst nehme und vielleicht auch mal drauf eingehe oder vielleicht sogar auch meine Meinung ändere, dann müssen da halt in irgendeiner Art und Weise Fakten kommen und man muss auch bereit sein, über was zu diskutieren und nicht, wenn eine Antwort kommt, die eine Quelle oder einen anderen Fakt liefert, dann einfach die Antwort zu ignorieren und wieder mit anderen Begriffen um sich zu werfen, weil das ist keine Diskussion und so überzeugt man niemanden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und bis demnächst. Tschüss.